Ja, du hast gerade so schön gesagt, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Deswegen beenden wir das Interview jetzt nicht und fangen jetzt auch nicht an. Sehr gut. Ich begrüße dich. Mich sieht man gerade nicht, aber ich bin die Sabina und du bist der Sajid. Und ich freue mich, dich heute hier bei mir zu Hause sogar zu haben. Und du bist gerade gekommen nach Berlin zum Forum Erleuchtung, ne? Zu dem Kongress. Mhm. Forum Erleuchtung, richtig. Und mir kam da so ganz spontan so, so eine Phrase, es geht ja immer Erleuchtung, was beginnt denn da zu leuchten, erwachen, was erwacht denn da eigentlich? Sehr schöne Frage. Ja, also erstens, ich unterscheide zwischen Erleuchtung und Erwachen. Ach. Also für mich das ziemlich ein großer Unterschied. Das Erwachen ist das Aufscheinen der Wesensnatur. Das ist das, was wir sind, mhm. in der Quelle als Urgrund unseres Seins. Und es geht darum, dass das als Offenbarung sichtbar wird. Und damit ist aber noch gar nichts getan, sondern es ist einfach eine Offenbarung. Ja? Ist auch keine Veränderung. Ja, es ist also nicht, dass dann unser Wesen anders wäre, ja, sondern es zeigt sich einfach der Urgrund, die Urquelle unseres Seins. Und dass alles Sein diese Quelle hat. Und jetzt geht es darum, dieses Licht, das ist ein Aufscheinen, das ist wie eine Art Licht. Ja, aber es ist nicht ein Licht, das Schatten hat. Ja. Sondern es ist einfach ein sanftes Leuchten unseres Seins, das alles durchdringt, das alles ist und nicht zu beschreiben ist. Und das in die Vielschichtigkeit unseres Wesens einfließen zu lassen, das ist Verwirklichung. Und das ist das, was dann zur Erleuchtung führen kann. Mhm. Ich finde es ziemlich fatal, dass wir das immer wieder verwechseln. Hm. Weil dadurch entstehen ja all diese Missverständnisse, dass sich unser Wesen verändert und dass wir irgendwo angekommen sind und dass wir Charakterschwächen und Muster und Tendenzen in unserem Wesen dann plötzlich nicht mehr anschauen, weil wir das Gefühl haben, wir sind ja dieses eine. Wenn wir erleuchtet sind oder wenn wir denken, wir sind erleuchtet. Ja, sowieso. Also wir können nur denken, dass wir erleuchtet sind. Also es gibt ja niemanden, der erleuchtet ist. Es gibt auch niemanden, der erwacht. Weil das widerspricht sich selbst, diese Idee, jemand zu sein, der erleuchtet ist oder erwacht. Warum? Weil wir diese Identität hier nur angenommen haben für dieses Erdenleben, ja. Und das ist sehr wesentlich und ist sehr wichtig. Und es geht darum, Mensch zu werden. Ja? Also ich denke, die Schwierigkeit ist mehr die Menschwerdung als Buddha-Werdung. Also ich sage immer wieder, wir sind Buddhas, die Menschen werden. Und unsere Schwierigkeit ist in der Auseinandersetzung des Menschseins. Und die Herausforderung sollten wir wirklich annehmen. Das ist wirklich unsere Herausforderung. Also, nur damit ich es verstehe, es geht gar nicht darum, erwacht oder erleuchtet zu werden, sondern es geht eher darum, hier mit diesem Dasein hier auf der Erde, mit diesem beschränkten und leidvollen auch teilweise Dasein, in Frieden zu kommen. Ja, absolut. Und nicht nur in Frieden, sondern auch in Einklang. Und diese Dichte, die diese Daseinsebene hat, ja, die ermöglicht Selbsterfüllung, ja, was wir eigentlich Liebe nennen, ja, diese Liebe unseres, diese Liebe des Daseins. Warum brauchen wir diese Dichte, um diese Selbsterfüllung zu bekommen? Wie ein Kind bin ich jetzt. Warum? Ich höre gerade mein kleines Kind sagen, warum, Mama? Ja, weil ich meine, du spürst ja Liebe. Du spürst Liebe. Und wenn du durch tiefe Prozesse gehst, oder, dann wird deine Fähigkeit zu lieben größer. Oder auch nicht. Bei manchen geht sie dann in das Gegenteil. Das ist nicht das Gegenteil. Es ist nur die Hilflosigkeit, nicht damit umgehen zu können.
Das ist nicht das Gegenteil, es ist Liebe. Hass ist auch Liebe, absolut. Aggression ist absolut. Auch Liebe. Absolut, absolut. Es ist einfach hilflose Liebe. Liebe, die sich nicht zu helfen weiß, die nicht versteht, die verblendet ist, die eigentlich nach Hilfe ruft. Also dieses Dasein hier ist die tägliche Erfahrung der Liebe. Ja, absolut. Und, der Maßstab, wie sehr sind wir fähig, Liebe zu leben. Wie sehr sind wir fähig, Liebe zu leben. Wie sehr sind wir erfüllt von unserem eigenen Dasein. Aber du meinst jetzt die Liebe, nicht die Hassliebe. Es gibt keine Hassliebe. Na, weil du meintest, dass Aggression und Hass auch Liebe ist. Eben, nur gibt es keine Hassliebe. Also kein Gegensatz. Weil wenn du sagst, die Fähigkeit, diese Liebe zu oder eben diese Liebe zu spüren, dann denke ich sofort, es muss die gute Liebe sein, nicht die Negativversion. Es gibt keine negative Version, weißt du? Es gibt ja nur die Unfähigkeit, sie adäquat auszudrücken, sie zu sehen als das, was es ist, uns selbst zu sehen als das, was wir sind, und diese Bedingungslosigkeit zu akzeptieren, die Liebe in sich trägt. Liebe akzeptiert keine Bedingungen. Und wir stellen ständig Bedingungen an die Liebe. Ja? Wir stellen auch ständig Bedingungen, ob wir uns gern haben oder nicht. Und das ist ja das, was uns alles so enorm schwierig macht. Und schon die kleinen Kinder erfahren ja nicht wirklich Akzeptanz in ihren Eigenarten. Ja? Und dadurch ist die Selbstliebe sehr, sehr gestört. Ja. Ja, also bleiben wir, ja, ich denke, die Bedingungslosigkeit. Bleiben wir nochmal dort, weil du hast man das gleich eine Bombe gesetzt am okay. Anfang, oder Erwachen, Erleuchtung und all diese Sachen. Ja. Wow, ich kann dir nur sagen, also wir überschätzen und unterschätzen das. Ja? Wir überschätzen es hinsichtlich, dass wir denken, dass Erwachen alles für uns tut. Ja? Wir sind dann sauber und irgendwie befreit von unseren Mustern, wir sind immer hier jetzt anwesend in dieser Liebe und so weiter. Und wir sind die Guten, genau. Und wir haben es geschafft und wir sind auf der richtigen Seite, und dann ist aber pure Dualität eigentlich wieder. Ja, genau. Also es ist nicht wirklich so. Ja? Also nach meiner Meinung müssen wir die Dinge tiefer anschauen. Das ist für mich nicht erwachsene Spiritualität. Diese Idee von Erleuchtung so, wie sie normalerweise gepredigt wird. Wir müssen einfach sehen, ganz wesentlich ist das Erwachen, dieses Aufscheinen der Wesensnatur, weil da wird erkannt, wer wir sind. Ja? Und das gibt ein Licht auf das, was ist. Ja? Und wir sehen auch darin diese Verbundenheit und dieses Einssein und dass wir die Dinge nicht abspalten können. Eigentlich, ja, sondern dass alles, was wir erleben, hier geschieht, immer hier, ja, und die Aufgabe, die darin ist, das zu uns zu nehmen. Mhm. Also wir bekommen eigentlich Aufgaben mit dem Erwachen, und dann geht alles viel schneller. Mhm. Also wir haben dann nicht mehr so dieses Dahinplätschern über das Schicksal, sondern wir haben eine Bereitschaft, da kommt eine Bereitschaft ins Spiel. Aber damit fängt die Aufgabe an, und dann geht es darum, das zu verwirklichen, was wir schon sind. Also wie eine Blume, die Saat, die Blume ist in der Saat schon darin, muss sich aber noch entfalten und will sich entfalten. Das ganze Leben ist so angelegt, dass es sich entfalten will. Und das Entfalten ist das Leuchten. Das wäre die Erleuchtung, oder? Die Erleuchtung wäre, das Licht dort hineinzubringen, in unser Dasein. Aber für mich ist das auch ein Thema, das nur mit Projektion behaftet ist. Und ich denke, wir sollten uns mehr auf das Erwachen, konzentrieren und uns dorthin wenden. Und auf die Herzensarbeit. Ja, weil die Herzensarbeit, niemand macht das gern, weil das immer mit Schmerz verbunden ist. Warum? Ja. Es klingt genau gegenteilig eigentlich. Es klingt, genau. Als würden wir da endlich einen Weg aus dem Leid finden. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum du das sagst, das ist mit Schmerzen verbunden. Weil wir
in Kontakt kommen mit unseren Illusionen, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Mustern, mit unseren Verhaltensweisen, mit den Konditionierungen, all dem Eingelagerten, das unsere Selbstliebe verhindert. Du meinst, das Schmerzvolle ist es, nochmal zu sehen, nochmal zu erleben, nochmal da durchzugehen, weil das zu erlösen muss, ist doch toll. Zuerst ist der Schock zu sehen, wo wir wirklich drin sind, okay, wo wir drin stecken. Und wie wenig Selbstliebe da ist, wie viel wir überspielen, wie viel wir uns etwas vormachen, wie sehr wir uns klammern an eben so etwas wie ein Paradies. Ja, es ist immer noch diese alte Vorstellung, Erleuchtung und so weiter. Ja. Irgendein Paradies, ein Ort, wo wir dann gerettet sind. Und das finde ich eben ist nicht erwachsen, das ist sehr kindisch. Ja. Und das Paradies ist hier. Und darum hast du recht, du hast absolut recht. Ja, es geht darum, die Entfaltung der Selbstliebe führt uns zur Seligkeit, zur Glückseligkeit. Mhm. Aber das geht durch den Schmerz hindurch. Ja? Und Jesus ist ja ein wunderschönes Beispiel, mhm, egal ob das so geschehen ist oder ein Mysterienspiel ist. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir eigentlich die Dynamik der Liebe. Und dann auf der anderen Seite sehen wir die Dynamik der Erleuchtung, und das ist ja eher eine geistige Geschichte. Und wir müssen das zusammenbringen, das ist ganz wichtig. Wir müssen die Herzarbeit und die Erleuchtung zusammenkriegen. Ja. Und wenn wir das so anschauen, dass wir das Licht unseres Wesens, das aufleuchtet, in unser Dasein bringen, immer mehr. Ja. Also es geht ja nicht darum, dass wir da etwas tun, sondern dass wir es geschehen lassen. Ja. Es ist ja nicht, ich kann etwas tun. Und darum haben ja diese Menschen recht, die von der Non-Dualität ausgehen und sagen, es braucht keine Arbeit, wir sind alles schon. Das ist absolut in Ordnung. Aber wir sind nicht fähig, das ist das Problem. Zu was? Das geschehen zu lassen, uns zu erfüllen, oder? Und da kommt für mich ein ganz wichtiger Begriff ins Spiel, selbsterfüllt sein, Selbsterfüllung. Wer ist schon fähig, sich wirklich zu erfüllen mit seinem ganzen Dasein? Weißt du, das zuzulassen, bedingungslos zuzulassen, dass wir Liebe sind, dass wir dieses Licht sind, dass das unser Sein ist, dass wir das verdienen auch. Ja? Und du meinst, dieses bedingungslos zulassen mit allen Makeln an mir, mit allem, was ich denke, ich nicht habe, nicht kann, alles, was ich projiziert kriege, was andere denken, ist schlecht, dass ich das alles bedingungslos für mich annehmen kann, das meinst du? Nein. Das kann kaum jemand. Nein, das kann niemand. Und das, nur das zu erkennen, dass mit dem allem können wir nicht bedingungslos lieben. Und wenn wir das erkennen und wir sehen, ja, unser Sein ist bedingungslose Liebe, dann haben wir wirklich eine Basis, unser Sein geschehen zu lassen. Mhm. Und für das brauchen wir all die Anstrengung, für das brauchen wir all die Arbeit, all die Prozesse, all die Gruppenerfahrungen und Reflexionen, all der Schmerz, in den Schmerz hineinzugehen von den Auswirkungen unserer Traumas und so weiter. Mhm. Also es ist nicht eigentlich eine aktive Arbeit, sondern es ist mehr eine Bereitschaft, hinzuschauen. Einsicht ist das, was die Arbeit macht. Und das ist das, weshalb es etwas schwierig ist, das zusammenzubekommen, Herzarbeit und Non-Dualität. Oder? Mhm. Im Advaita, in diesem Verständnis, ist alles schon immer hier. Also wo gibt es da was zu arbeiten? Mhm. Und da ist diese Hoffnung der meisten Menschen. Oder? Da klammert man sich daran. Oh, endlich muss ich nicht mehr an mir arbeiten. Mhm. Aber so ist das nicht. Ja? Mhm. So ist das nicht. Also die Arbeit, die du siehst, ist auf jeden Fall so ein, du musst wenigstens hingucken. Also so erwachen, das ist ja wie Augen aufmachen, wenigstens hingucken. Ist das vielleicht vergleichbar mit diesem Erwachen? Wir können einfach immer wieder die Bereitschaft in uns sehen oder nicht. Und wenn die Bereitschaft nicht
da ist und wir erkennen, dass die Bereitschaft nicht da ist, ist auch schon wieder Sehen da, oder? Und da, es geht ja nur darum, immer wieder sich zu konfrontieren und zu sehen, was ist, und damit ehrlich zu sein. Und das ist zuerst mal ein Schock. Und das bedingungslos annehmen immer wieder, das ist die Arbeit, die wir tun können. Meinst du das? Das ist ja alles immer schön, oder? Aber das können wir immer alles nicht machen. Wir können es nicht tun, oder? Weißt du, da gibt es so viele spirituelle Glaubenssätze, denen wir verfallen sind. Es ist wichtig, leidenschaftlich zu sein. Es ist wichtig, total zu sein. Es ist wichtig, zu leben. Es ist wichtig, all diese Schwierigkeiten, die wir haben, einfach mal stehen zu lassen. Ja, annehmen ist schon sehr weit, oder? Aber mal stehen zu lassen, zu sagen, okay, vielleicht ist da gar nichts falsch daran. Vielleicht ist das nur der Ausdruck von der Situation, wie sie sich um mich herum verfestigt hat. Und dann gehen wir tiefer. Und wenn wir tiefer in das Ich, also in diese Idee von Ich hineingehen, dann wird es nicht mehr so ganz klar, wer macht was und warum geschieht was und kann ich wirklich was tun und all das. Das sind ja diese Prozesse, um die es geht. Oder? Das ist ja dieses Paradox in diesem Mysterium vom Menschsein. Da ist niemand da und doch ist diese Einzigartigkeit, wie sie sich hier entfaltet, absolut einzigartig. Ja? Du meinst, dass wir hier sitzen, ist ja, wir sind ja irgendwie da, wir denken das jedenfalls. Es spielt gar keine Rolle. Sobald wir ins Konzept gehen, dann bekommen wir da irgendeine komische Vorstellung, wie kriegen wir jetzt das zusammen. Aber wenn wir nicht ins Konzept gehen, sondern in unser existenzielles Dasein, dann sehen wir, da war nie etwas wie ein Ich. Das braucht niemand dahinter. Das braucht gar niemand dahinter. Was ist denn Ich? Ich sind all diese kleinen Konzepte von Identifikationen, die sich verdichten zu einem großen Konzept, zu einer Strategie von jemand, der ich bin. Und das ist eine Strategie, ein strategisches Selbst, oder? Ja. Und es geht ja nur darum, dieses strategische Selbst zu verlassen. Und das kannst du jetzt tun, sofort, oder? Du kannst jetzt frei sein. Aber da tue ich doch auch nur mit dem Verstand wieder. Nein, weil das ist die Realität deines Daseins. Du bist immer schon frei, aber du bist auch gebunden. Und das ist ein Paradox. Ja. Also ich bin gebunden an dieses materialisierte Sein hier. Nein, du bist das materialisierte Sein. Und ich bin es aber auch nicht. Weil die Existenz nicht gebunden ist. Aber das ist etwas, das du ganz reell in deinem Wesen durchdringen musst. Das darf nicht dein Konzept bleiben, weil sonst paralysieren wir uns. Weil drüber reden, ist es doch, dann ist es nur ein Konzept. Wenn wir jetzt gerade drüber reden, ist es nur ein Konzept. Wieder. Es ist überhaupt nichts. Wir können ja gar nicht darüber reden. Über das, was ist, können wir nicht wirklich reden. Wir können nur hinweisen. Wir können zum Beispiel, was wir jetzt gerade tun, auf dieses Paradox hinweisen, dass da eine enorme Verstrickung ist, die wirklich tief ist und mit der wir uns abzugeben haben, mit der wir umgehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und doch ist da auch eine Freiheit, die schon immer da ist, die nicht gebunden werden kann. Das ist ein Riesenparadox. Und unser Verstand tendiert immer von der einen zu der anderen Seite oder das irgendwie zusammen zu bekommen, weil er zwei daraus macht. Ja. Aber existenziell ist es nicht so, weißt du? Darum ist auch Meditation so wichtig. Ja? Dass wir und das Einbrechen in die Wirklichkeit und das Aufscheinen unserer Wesensnatur, das sind existenzielle Einsichten und Offenbarungen, die es uns ermöglichen, dann dieses Paradox zu leben, dass es lebbar wird. Das ist halt so, wie ich die Situation sehe, wie wir Menschen drin sind. Ich hatte schon sehr früh halt diese Einbrüche, ja, wo ich gesehen habe, da ist niemand da. Und doch hat sich dieses Menschsein weiter entfaltet, mit allem. Hattest du diese Einbrüche in der Stille?
Nein, einfach, also eines der ersten Einbrüche war als vielleicht Vierjähriger beim Spielen mit einem Feuerwehrauto. Ja? Also ohne spirituellen Hintergrund und irgendetwas. Da war niemand, dem ich sagen konnte, was geschieht da. Aber für mich war da einfach niemand mehr da. Es war niemand da. Nicht, dass ich, es war einfach niemand da. Nicht einmal ich. Aber das ist zum Beispiel, was du jetzt sagst, das ist etwas, das kannst du eigentlich mit Worten nicht weitergeben. Weil wenn man das nicht erfährt, genau, ist es nur wieder ein Konzept. Für mich ist wichtig, verständlich zu machen, dass es nicht zwei Dinge sind, als Mensch leidenschaftlich Mensch zu sein, mit seinem ganzen Herzen, als einzigartiges Wesen, das in die Fülle eintaucht. Ja? Und das Menschsein in seiner Tiefe, in seinem Ursprung, das in die Leere taucht. Ja? Und für mich ist... Das sind nicht zwei Dinge, das ist ganz wichtig, was du da gerade sagst. Sind nicht zwei Dinge. Und wir brauchen eine lebendige Absenz und wir brauchen eine lebendige Präsenz, um wirklich ganz zu werden. Und für mich geht es nicht um Erleuchtung, sondern es geht um Ganzwerdung. Das Erwachen und Erleuchtung, das ist Ausdruck dieses Ganzwerden irgendwo in diesem unendlichen Dasein. Also dieser Moment als Kind, das ist nicht irgendwas Besonderes, als wenn du einen wunderschönen Tag hast und einfach in deinem inneren Frieden und in deinem Glück nein, bist. Das nein, ist genau eigentlich Richtung, dasselbe. Nein, ganz falsch. Ah, okay. Es ist, das war wie, es ist zeitlos. Es ist einfach existenziell. Es ist das Sehen deiner Existenz, die sowohl zeitlos immer hier eins ist und auch gebunden in diesem Raum-Zeit-Gefüge mit diesem Körper und alles. Und dass da keine Trennung. Es ist keine Trennung. Es ist einfach beides als eines. Aber dieses Zeitlose kann man genauso empfinden an einem Tag, wo man sowas Seelenbefriedigendes gemacht hat, wo man dann hinterher sagt, boah, die Zeit ist aber vergangen. Ja, ja. Das wollte ich mal herausheben, weil du meintest, da gibt es keinen Unterschied. Nein. Weil ich habe immer das Gefühl, ich müsste jetzt auch dahin arbeiten, diese Momente zu haben, die du da als Vierjähriger schon hattest. Dahin arbeiten ist keine gute Idee. Das habe ich mir gedacht, dass du das jetzt sagen würdest, aber das ist so diese Vorstellung, ja, das will ich auch haben. Ich will auch mal so einen paranormalen Moment oder was auch immer das da war, auch erleben. So. Und dann bin ich was Besonderes. Ja, aber das ist nur, weil wir uns zu wenig dorthin wenden meistens, oder? Du meinst, ich erlebe es sowieso ständig. Ja. Es ist einfach, du bist nicht, du hast es nicht, du hast keinen Hintergrund, um das zu erkennen. Weißt du, es ist wie wenn wir ein Buch lesen, wir sind so fixiert auf die Buchstaben, dass wir nicht die Seiten sehen oder nicht das Papier sehen. Ja, das Papier ist viel realer als die Geschichte, die wir lesen. Und wenn wir keine Anhaltspunkte haben, weißt du, ich meine, es geht nur darum, sich da hineinzufallen lassen, wirklich in diese Zeitlosigkeit und dass das irgendwie bewusst wird. Ich weiß von dort her nicht wirklich, weil ich bin dem immer wieder begegnet in einer enormen Tiefe, ohne dass ich etwas getan habe dafür. Weißt du, von dort her weiß ich nicht, wie es anderen Menschen geht. Was ich sagen kann, ich habe sehr mit meinem Menschsein Mühe, mit dem Buddha-Sein nicht so sehr. Okay. Das heißt, dieses Buddha-Sein ist zwar bei dir sehr präsent, aber das heißt noch lange nicht, dass du als Mensch gut klarkommst, weil absolut. Das denken ja viele. Absolut, genau um das geht es mir. Ja. Macht es das sogar schwieriger? Also es geht eigentlich nicht darum. Für wen macht es schwieriger? Ich denke, Menschsein ist einfach schwierig.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Menschsein, so wie wir das hier leben, und Menschsein als das, was wir sind. Ja? Ich erlebe die meisten Menschen nicht wirklich verbunden mit ihrem Menschsein. Und das ist sehr schwierig. Oder die Auseinandersetzung mit dem Menschen, der sich selber nicht als Mensch wirklich voll wahrnimmt. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist die Fähigkeiten, die wir haben. Und dieses Riesenmysterium, das es heißt, eben hier als Mensch geboren zu sein. Und das ist ja für alle gleich. Das ist für mich genauso gleich. Wenn du sagst, sich als Mensch wahrnimmt, meinst du, sich wirklich als Mensch wahrnehmen, ist das in dieser ganzen Fülle auch mit der Angebundenheit an das Göttliche oder das, was wir nicht sehen, das ist das wirkliche Menschsein. Viele nehmen sich nur wahr als auf der materiellen Ebene, das meinst du? Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch diese spirituellen Einsichten und auch Einbrüche, die aber oft auch sehr konditioniert sind, die dann spirituelle Glaubenssätze erzeugen und wo wir zwar spirituelle Wahrnehmungen haben, aber die falsch interpretieren. Oder wo zum Beispiel Erwachen geschieht, ohne dass wir Erwachen erkennen. Das war für mich ja auch so ein Schock. Oder? Wie geht das denn? Eben, das ist auch etwas, wo eigentlich niemand darüber redet. Ich denke, alle Menschen haben Momente des Erwachens, aber erkennen das nicht. Und wir müssen mehrmals einbrechen in die Wirklichkeit, um zu sehen, was wirklich ist. Also ich kann das vielleicht so sagen, wir sind identifiziert mit unserer Idee, wer wir sind. Und wir schauen alles von dort her. Und das ist nur ein Konzept, das ist nicht ein Riesenkonzept, das nicht das ist, was wir wirklich sind. Und wenn wir in die Wirklichkeit unseres Seins einbrechen, dann schauen wir auch von dort her. Das ist die Schwierigkeit. Also nicht in dieser Zeitlosigkeit, in der wir einbrechen, sondern sobald dass wir wieder uns identifizieren, weil diese Einbrüche, die werden ja meistens als kurze Phasen bezeichnet. Aber die Wirklichkeit unseres Seins ist zeitlos. Wenn wir jetzt da quasi wie herauskommen, also wir glauben, wir kommen aus diesem Einbruch heraus und sagen, oh wow, ich habe in die Wirklichkeit geschaut, oder? Dann sind wir eigentlich schon am Interpretieren über diese Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist nicht mehr unmittelbar. Ja? Und das erzeugt ganz viele Ideen von dem. Aber diese zeitlose, wir sagen dem ein zeitloser Moment, oder? Wo wir drin sind. Aber das zeigt ja eigentlich, dass wir immer noch von der Zeit ausgehen, wenn wir diese Zeitlosigkeit anschauen, oder? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mehrmals einbrechen und diese Zeitlosigkeit und diese Tiefe, diese Weite unseres Seins erleben, dann kann es sein, dass wir plötzlich sehen, oh, es gibt keinen Unterschied zwischen dem früheren Einbrechen und diesem Einbrechen. Das ist genau noch so präsent, weil es in der Zeitlosigkeit geschieht, oder? Also das ist für mich, war das ein wichtiger Schritt, weil ich mich ja als Kind schon so erlebt habe, plötzlich einmal, ja. Und dann konnte ich plötzlich sehen, oh Moment mal, da ist keine Zeit vergangen dazwischen. Diese Zeitlosigkeit ist immer noch gleich präsent, ist immer noch dieselbe Zeitlosigkeit. Und da fängt für mich wirklich Erwachen an, das reale Erwachen. Weil dann sehen wir auch unser Erwachen. Weißt du, wir erkennen auch unser Erwachen. Dieses Aufscheinen unserer Wesensnatur wird als das erkannt, was es ist. Und das ist ein wichtiger Schritt. Warum redet dort niemand? Redet niemand darüber? Ja? Das ist erstaunlich. Weil wir können, ebenso wie du sagst, diese Zeitlosigkeit, wenn du irgendwo im Wald spazieren gehst oder irgendetwas tust, das du besonders gerne machst, und dann verschwindest du darin. Ja? Das ist das, aber du hast kein, es ist nicht erfüllt. Es ist nicht erfüllt mit Bewusstsein. Es ist, du siehst dann plötzlich, oh, hoppla, jetzt bist du wieder in der Zeit. Und da muss was gewesen sein von Zeitlosigkeit. Ebenso wie unser Tiefschlaf, oder?
Das haben wir doch aber eigentlich täglich, also viele Menschen haben das täglich. Darum sage ich ja, das ist ja das Schmerzhafte mit den Menschen. Ja. Das ist alles schon da, es ist ja da. Ja. Und darum sage ich, überschätzt. Dieses Erwachen wird meistens überschätzt, weil ja alle Menschen erwacht sind in diesem Sinne. Sie sind sich nur nicht bewusst. Mhm. Und sie leben das nicht. Mhm. Und dann haben wir nicht die Ausgangslage, die wir brauchen als Menschsein. Also ich würde sagen, Erwachen ist die Ausgangslage, um unser Menschsein wirklich auch anzunehmen. Weil dann haben wir beide Seiten, oder? Dann macht es, dann öffnet sich der Raum. Wir haben dann diese Tiefe, diese Stille, dieses Non-Duale, dieses Zeitlose, die Weite unseres Seins und die Einzigartigkeit in dieser Fülle, die all das ist, auch diese Fülle ist, und mit all diesem, mit diesem Herzblut, das darin ist, ja, das ist dann plötzlich nicht mehr im Widerstreit, sondern das gibt ein Ganzes, so wie das Yin und Yang, das dann nicht mehr das Helle gegen das Dunkle kämpft, sondern es ist wie Kreis, das ist ein Ganzes. Und ich glaube, dort ist das Potenzial und das Paradies des Menschen. In diesem Erfassen von dem Ganzen. Ja. In diesem Durchdringen, nicht Erfassen, Durchdringen. Das Paradies ist nicht, dass die Welt sich ändert zum Guten, sondern das ist immer in diesem, in uns drin, da irgendwo zu suchen. Nicht einmal, wir sind die Welt, wir sind all das geschieht. Schau, da wir gehen auch von ganz falschen Annahmen aus. Wir denken, wir bewegen uns in der Welt, aber die Welt bewegt sich in uns. Ja, das ist ein Einströmen und Ausströmen unseres Daseins. Alles, oder? Und stell dir vor, schau das mal von dieser Seite her an. Wenn es gar nichts außerhalb gibt. Die Welt bewegt sich in uns. Das kannst du das näher beschreiben? Mir kommt da sowas, was ich damit jetzt anfangen könnte, aber vielleicht kannst du nochmal. Okay, ich kann dir noch ein paar Hinweise geben, die das dann noch ein bisschen erlebbarer machen. Überall, wo du hingehst, bist du schon anwesend. Wieso ist das so? Du kannst in einen entfernten Winkel gehen der Erde, aber sobald dass du dort bist, bist du anwesend, oder? Also du kannst eigentlich gar nicht irgendwo hingehen, ja? Sondern du bist immer schon dort. Es ist diese Idee, ja, weil dieser Körper getrennt ist von all dem anderen, von all den anderen Körpern rein physisch, oder? Mhm. Denken wir können irgendwo hingehen, aber unser Erleben, unser Leben ist immer durch all diese Wahrnehmungen, Wahrnehmungsorgane, vielschichtig, sinnliche und auch geistige Wahrnehmungsorgane, emotionale und so weiter. Ja. Mhm. Aber all das, was du erlebst, erlebst du hier. Immer. Alles, was du erlebst, erlebst du immer hier. Du kannst nie aus deinem Hiersein weggehen. Du kannst nie aus deinem Sein überhaupt weggehen. Überall, wo du hingehst, ja, bist du schon anwesend. Meinst du damit, wenn ich zum Beispiel mein Herz an einem bestimmten Ort denkt oder da fühlt, dass ich da auch schon bin? Das ist in dir. Es ist nicht, dass du dorthin sein musst. Ja, es ist einfach da. Okay. Weil es alles, es ist ja nicht getrennt. Es ist dieses Hiersein, es ist immer nur das Hiersein. Du erlebst ja nie etwas anderes als Hiersein. Und alles, was sich hier entfaltet, ist Ausdruck dieses Hierseins. Ja? Und klar, mit unser, dann sage ich ja dieses Mysterium und diese Weite, oder? Da sind Spannungen darin, da sind Sehnsüchte darin. Wenn du einen schönen Platz hast oder einen Menschen, den du liebst, und der Mensch wohnt irgendwo anders, dann möchtest du dorthin gehen. Ja? Aber wenn du tiefer schaust, was da eigentlich passiert, es ist in dir, was passiert. Auch die Liebe zu diesem Menschen, und ob dieser Mensch unmittelbar bei dir ist oder weit weg ist, es ist hier. Ja, ja, das stimmt. Und alles Vermissen ist ja im Kopf, ne? Das ist ja... Nein, ich finde eben nicht, auch im Herz. Und das ist ja, schau, das ist dort... aber das ist ein Riesenthema. Also unsere Spiritualität im Allgemeinen ist zu kopflastig, ist zu mental, ist zu geistig.
Ja? Was ist denn mit unserem Herzen? Was ist mit unserem Herzen? Wir denken immer, alles, was das Herz betrifft, müssen wir überwinden. Ganz kurz, das ist so ein wichtiger Punkt, weil wenn du das sagst, wenn, also gerade wir Deutschen, wir sind ja sehr so im Verstand oder was weiß ich, Nordeuropäer oder vor allen Dingen wahrscheinlich intelligente Menschen oder so, die sind ja immer, die müssen immer alles verstehen, logisch und im Geiste und so. Ist das so ein Ding von unserer Gesellschaft, dass wir, also gerade von der Gesellschaft, wo wir jetzt gerade sind, dass wir geprägt werden, immer dieses Denken, immer diese Logik, immer der Kopf zuerst? Und das, was du damit sagen willst, ist eigentlich, wir sollten eher mit dem Herz denken, uns darauf konzentrieren. Mit dem ganzen Wesen. Ja, aber wir müssen schauen, das ist auch kulturbedingt und auch bedingt von unseren Religionen her. Wenn es um Erleuchtung geht, ja, dann ist das eigentlich diese Wissenschaft des Geistes. Oder? Es geht darum, alles zu übersteigen. Es geht eigentlich darum, dass das Licht unseres Daseins alles übersteigt. Was irdisch ist, was mit unseren Gefühlen zu tun hat, was mit unserem Denken zu tun hat und so weiter. Ja? Und das, denke ich, ist einseitig. Das ist eine einseitige Kultur. Weil da fehlt das Herz. Da fehlt das Herz. Und es ist nicht zufällig, dass zum Beispiel im Buddhismus eher dieses, alles was mit Gefühlen zu tun hat, mit Anhaftung zu tun hat, mit Abhängigkeiten zu tun hat, die es zu überwinden gilt und auf die man sich möglichst nicht einlassen sollte, ja, sondern ja, das eben überwinden sollte. Und das ist nach meiner Meinung total ein falscher Ansatz, ein falscher Ansatz. Ach, das ist ja interessant. Warum? Weil das nicht den Menschen ganz macht. Das erleuchtet den Geist. Aber wir müssen auch unser emotionaler Bereich erleuchten. Wir müssen auch unser Herz erleuchten. Und da dürfen wir Anhaftungen haben, da dürfen wir Wünsche haben, Herzenswünsche. Ja. Wir dürfen einen Liebsten haben dürfen. Absolut. Wir müssen nicht alle Mönch werden. Ja, nein, um Gottes Willen. Da stimme ich dir total zu. Ich habe entschieden, das ist nicht mein Weg. Naja, es gibt ja verschiedene Wege. Ja, ne? Es gibt ja Menschen, die wählen das als ihren Weg. Ja, ist auch ganz in Ordnung. Die Frage ist halt, hast du spirituellen Ehrgeiz? Oder willst du ganz werden? Kannst du... dein Menschsein, dein zutiefstes Menschsein als göttliches Sein betrachten. Darum ist für mich dieser Begriff Selbsterfüllung so wesentlich. Bist du fähig, dich selbst zu erfüllen mit all dem, was du sagst, was so menschlich ist? Das kennen wir doch von der Kindheit her, dass wir nicht gut sind, wie wir sind. Mhm. Machen wir das dann auch in der Spiritualität, oder? Gewisse Eigenschaften und Fähigkeiten sind nicht gut, wie sie sind. Du meinst, wir kastrieren uns ständig, um gut zu werden? Ja, und oder um erleuchtet zu werden oder um spirituell adäquat unterwegs zu sein. Müssen wir das tun, das tun, das tun, das tun? Genau, wir müssen das vermeiden, wir müssen die Welt überwinden, wir müssen Anhaftungen aufgeben, wir müssen Abhängigkeiten verhindern und vermeiden und Übungen und auflösen machen. Aber das, was wir sind, ist immer schon frei. Ja? Und da stimme ich absolut Advaita zu. Ja? Aber wenn wir dann Advaita einsetzen wieder, um zu sagen, ja, wir müssen nicht auf diese ganz menschliche Ebene uns auseinandersetzen mit all diesen Fähigkeiten, die das menschliche Wesen eben auch ausmacht und die Liebe zum Brennen bringt, ja? Dieses Feuer der Liebe. Die meisten Spiritualitäten, die eher um die Erleuchtung des Verstandes sich drehen, haben Angst vor der Liebe. Das ist das, was ich mal da einfach als Ausrufezeichen hinsetze. Ja? Und auch ein Buddha, der so wunderschön seinen Weg gegangen ist und uns auch eine Öffnung gegeben hat, ja? Hat als irdischer Mensch seine Muster und Konditionierungen. Ja? Und ist den Weg so gegangen, wie er konnte. Ja? Ich würde da gerne nochmal zurückgehen mit dieser Angst vor der Liebe. Ja. Wie äußert sich das?
Ist das immer dieses, vom Verstand halt die ganzen Sachen angehen und nicht vom Herz? Meinst du das damit? Schau, hör vielen Lehren zu, die hauptsächlich Advaita. Da ist wenig Liebe. Merkst du dann, dass viel Erleuchtung, viel Licht, viel Schönheit in der Tiefe unseres Daseins, aber wo ist Herzfeuer? Also was mir aufgefallen ist, ich habe ja schon einige interviewt, viele Männer, wenig Frauen, und mir ist aufgefallen, dass es sehr viel intellektuell, also vom Verstand her darüber geredet wird. Und ich habe mal einen Satsang bei einer Frau mitgemacht, die einfach mir nur das Gefühl vermittelt hat, ich darf einfach nur sein. Und das war ein reines Gefühl. Okay, wir Frauen sind ja sehr gefühlsorientiert. Und das war alles, was ich brauchte. Und das war Liebe für mich. Wunderbar, sehr schön. Mehr war ja nicht. Die hat einfach nur immer gesagt, das darfst du, das darfst genau, du, das darfst du. Das ist einfach auch ganz wesentlich. Ja. Ja. Wichtig ist einfach, dass wir die einzelnen Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Dass wir sehen, die Erleuchtung des Geistes, ganz wichtig, ganz wichtig. Die Erleuchtung des Herzens, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Die Entfaltung des Energiekörpers und die Wahrnehmung über Energien, ganz wichtig. Ja. Die Körpersensorien, ganz wichtig. Ja. Unsere Psyche, alles ganz wichtig. Und das sind alles so Bereiche, wie wir die unterschiedlichen Lernprozesse brauchen. Und wir dürfen einfach auf keinen Fall vergessen, dass wir unsere Schulaufgaben machen. In allen diesen Bereichen. Und ich denke, ein Buddha, ein Jesus, ein Osho, wer auch immer, ist auf seinem Wege. Mhm. Ja? Und ganz weise Seelen, die aber auch alle immer noch um ihr Ganzsein ringen. Um ihr Ganzsein. Die haben auch ihre Hausaufgaben. Jedes Wesen, das hierher kommt, hat Hausaufgaben. Und ich will da nochmal darauf zurück. Du meintest irgendwann, dass Advaita sagt, wir müssen nichts machen, es ist alles schon. Aber du hast, glaube ich, also ich will das nur richtig verstehen, gesagt, dass diese Sachen, die uns allen passieren, das ganze Drama, die ganzen Hindernisse, die wir vielleicht nur so sehen, sind das die Hausaufgaben? Nein, unser Menschsein ist die Hausaufgabe. Mit diesen ganzen Dramen in Anführungsstrichen. Mit allem, was hier geschieht, mit allem ohne Ausnahme, mit allem zu sein, immer wieder einfach nur hinzuschauen, nicht Annahmen treffen, was heißt, sondern sich einlassen auf die Schwierigkeiten. Kontaktnahme, weißt du, Kontaktnahme mit unserem Wesen. Was wir wirklich brauchen, ist der tiefste, innerste Kontakt mit unserem ganzen Wesen. Und leider ist für viele Menschen Spiritualität zur Flucht geworden. Das ist ein interessanter Punkt. Das kenne ich. Das ist diese spirituelle Flucht. Ich habe den Eindruck, das ist so, jetzt habe ich endlich was gefunden, wo ich auch gut bin. Ja. Und endlich bin ich auch die perfekte und gute. Ich habe zwar keine Karriere und ich habe vielleicht auch nicht den richtigen Mann oder so, aber ich bin spirituell. Ja, und ich bin beim richtigen Club dabei und bei der höchsten Weisheit und was auch immer. Und ich bin sowieso in meinem Wesensgrund, bin ich ganz und gut. Ja? Und dann versuchen wir, den Schmerz, der in unserem Wesen gebunden ist, auszuweichen. Weißt du, dieser tiefe Schmerz, nicht angenommen zu sein in dieser Welt. Ja? Wenn wir als ganz kleines Kind kommen und alles nur aufnehmen und so voller Sensibilität, allem offen entgegentreten. Ja? Und dann kommen all diese Konditionierungen und Geschichten. Und das ist ja noch nicht alles. Danach kommen ja all noch diese Dinge dazu, die in der Tiefe unseres Wesens schlummern, die langsam in unseren Bestand kommt. Also meine Beobachtung ist die, dass wir als Kinder noch nicht die ganze Last unseres Daseins tragen, sondern nach und nach kommt die hinein. Ja? Also das ist dann massiv mit Schmerz gebunden. Und was ist jetzt die Gefahr, wenn man dieses vielleicht spirituelle Ego entwickelt, so kann man das vielleicht bezeichnen, ist die Gefahr, dass man
da sein Herz aus den Augen verliert oder sein Schmerz? Oder wir unterdrücken einfach. Oder? Mhm. Wir versuchen, eine Brücke zu schlagen darüber hinweg. Und das ist ja verständlich, oder? Mhm. Diese Sachen, die uns wirklich Mühe bereiten, die wirklich nicht leichte Antworten haben, oder auch keine logische Antworten haben, auch nicht einfach nur zu begreifen sind, sondern die wirklich durchzuleben sind, die mit Nähe zu tun haben, mit wirklich tiefster Nähe, Nähe zu uns selber, mit der Fähigkeit, uns selbst zu erfüllen, mit der Fähigkeit, sich aufzufüllen von diesem Dasein. Und das ist das, was nach meiner Erfahrung Glückseligkeit auslöst. Ja. Und da kommen wir dann in den Bereich von spirituellem Erwachsensein oder spirituellem Erwachsenwerden. Erwachsen werden oder erwachen? Erwachsen. Erwachsen. Ja, nicht kindisch, sondern erwachsen. Erwachsen. Mhm. Genau. Ja, das war den Dialekt, das habe ich gar nicht verstanden. Genau. Erwachsen werden. Mhm. Ja. Mhm. Und es braucht viel mehr Reife, sich dem hinzuwenden, als dem Erwachen und der Erleuchtung hinzuwenden. Ich meine, da war Osho sehr, sehr, sehr für mich einfach eine unglaubliche Hilfe. Weil er hat immer gesagt, Erwachen, Erleuchtung, die Woche hat 7 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. An einem dieser Tage muss es geschehen, warum sollt ihr euch darum kümmern? Und sein Augenmerk war auf Transformation und Integration. Und da hat er immense Arbeit gemacht. Also in dieses Menschsein einfach. Nein, einfach das Umdrehen. Integration in dieses Menschsein, das meine ich so. Ja. Also an der Augenmerk des Menschen auf das hinzuwenden, hinzulenken und den Schaden, den die Religionen angerichtet haben, aufzuzeigen. Mhm. Ja. Mhm. Und was ist es, jetzt haben wir viel über dieses Erwachen geredet, was ist denn nun diese Theorie mit dem Erleuchten? Können wir das ganz vergessen, weil das ein Konzept ist? Nein. Aber wichtig ist, das zu unterscheiden, weil die Begriffsverwirrung uns oft eher daran hindert, weiterzuarbeiten, wenn Erwachen geschieht. Also Erwachen ist nicht etwas, was geschieht, sondern Erwachen ist eine Offenbarung. Und diese Offenbarung kann leicht verwechselt werden mit ich bin irgendwo angekommen. Aber beim Erleuchtetsein ist das dasselbe. Dann sind wir auch noch nicht angekommen. Das kommt darauf an, wie wir das definieren, oder? Du hast aber am Anfang gesagt, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Also gibt es beim Erleuchtetsein auch kein Ende? Dann gibt es noch die Himmelfahrt. Nein, ich denke, wir haben da einfach ein falsche Definitionen darüber vollständig. Also ich sehe Erwachen und dieses Licht in unser Leben zu bringen, ist eine Art Erleuchtungsprozess. Ja? Also okay. Da gibt es dieses direkte, dann gibt es ja dieses Konzept von plötzlicher Erleuchtung und oder plötzliches Erwachen und graduelles oder nacheinander so genau. Prozessorientiertes Erwachen, ja, oder Erleuchtung. Und im Zen ist es ja so, dass es ja diese Soto- und Rinzai-Sekte gegeben hat, durch das, also diese Abspaltung innerhalb des Zens sogar, ja. Weil die eine Richtung sagt, es gibt nur das plötzliche Erwachen und die andere sagt, dass das graduelle, prozesshafte Erwachen ist das wirkliche und so weiter, ja. Und wichtig ist zu sehen, dass Erwachen ist immer plötzlich, weil es kein Geschehnis ist. Erwachen ist die Offenbarung unseres Hierseins. Mhm. Ja? Und dann braucht es den Prozess. Mhm. Und das ist dann eigentlich dieses prozesshafte Erwachen.
oder Erleuchtung, oder? Und ich meine, alles, was in Richtung Erleuchtung geht, heißt ja Licht in etwas hineinbringen. Ja? Das ist eher ein Entwicklungsprozess, ein Entfaltungsprozess. Und dieses, das, was einfach sich offenbart, das braucht keine Zeit und ist kein Geschehnis, sondern das ist das, was wir schon immer sind. Und das finde ich absolut wichtig, das mir voneinander zu trennen. Und in diesem Erleuchtungsprozess, da gibt es ja auch so etwas wie immer tiefer dieses Dasein zu durchdringen. Ja? Und wir sind sowohl hier gebunden an dieses Erleben. Es ist ja nicht, dass wir in dieser Welt sind, sondern die Welt ist in uns. Also wir sind an dieses Leben gebunden und wir sind auch, wir existieren frei von diesem Leben. Oder? Und Erwachen ist eigentlich diese Erkenntnis, dass wir, gleichzeitig ist der falsche Ausdruck, sondern es ist keine Trennung. Wir sind sowohl als auch, wir leben gleichzeitig hier mit dieser Entfaltungswelt und auch tiefer. Und es gibt ein Herausgeführtwerden aus dieser Gesetzmäßigkeit. Ja. Und das ist Erleuchtung? Das weist in diese Richtung. Weiter kann ich nicht auf das Thema eingehen. Auch wegen meinem eigenen Weg nicht. Ja. Weil sonst begeben wir uns auf Vermutungen und auf sehr schlüpfriges Terrain. Ja. Ich finde sowieso, wir gehen viel zu lasch mit diesen Begriffen um. Ja, ja. Ja. Und das, auch das Forum Erleuchtung, ich finde das ganz was Wichtiges und ich finde es toll, dass das jetzt geschieht. Aber die Begriffe finde ich da schon ein bisschen zu happig. Ja. Mhm. Ich würde das eher Forum Erwachen nennen, jetzt von meiner Sicht her. Ja, habe ich auch gerade gedacht. So. Mhm. Aber das ist okay, das ist einfach so, wie es ist. Gibt es denn einen Menschen, der erleuchtet war oder wo du das glaubst? Ist Jesus erleuchtet gewesen? Schau, ich kann dir nur das sagen. Also in meinem Leben gibt es diese Klarheit, dass Erleuchtung auf das abgeholt werden, was auch immer das heißt. Ich nehm mal einfach dieses Wort zielt. Aber das, was wir eigentlich als Erleuchtung bezeichnen, was für meine Ansicht her überhaupt nichts mit Erleuchtung zu tun hat, das ist das Sehen des Wesensgrundes. Ja? Und, also ich kann dir zum Beispiel von mir her sagen, als ich Osho zum ersten Mal gegenüberstand, habe ich in seinen Augen diese Leere gesehen. Und da habe ich gesagt, mein Gott, da ist niemand da. Das ist ja genau das, eben, wie ich das auch schon erlebt habe. Aber ich habe das damals nicht in Zusammenhang gebracht. Ich habe nur gesehen, da ist niemand da. Ja, wieder mal auf eine neue Art und Weise, das zu sehen, dass niemand da ist. Ich habe gesagt, ja, das ist ein erleuchteter Mensch. Da ist niemand da, es ist nur weite Leere und Tiefe da. Ja? Und damals habe ich vergessen zu sehen, wenn ich das sehe, muss ich das ja sein. Das kam nicht in mein Bewusstsein, oder? Und da ich bin ich einem erwachten, erleuchteten Menschen begegnet. Ja? Aber ich habe ja nur das gesehen, was dieser Mensch in seinem Urgrund ist, beziehungsweise was ich in meinem Urgrund bin. Ja? Also wie ein Spiegel. Nicht einmal ein Spiegel, ich bin das. Hm. Ja? Das ist ja die, wenn wir tiefer ins Bewusstsein kommen, unseres eigenen Daseins, dann sehen wir immer mehr, wie wir all das sind. Ja? Dass da gar keine Trennung ist. Ach, das ist das, was ich bin. Und das ist einfach unglaublich schön, oder? Hm. Dass das lebendig wird. Das ist wie eine Zeichnung, eine dreidimensionale Zeichnung, die plötzlich lebendig wird. Ja? Mhm. Oder vorher sehen wir die als Zeichnung und wir reden darüber und sagen, wow, das ist spannend und toll und das interessiert mich, irgendwie berührt mich das ganz tief. Aber plötzlich wird das dreidimensional und lebendig und fängt an, sich zu bewegen und ins Leben zu kommen. Oder? Eben, soweit zu der Tiefe des Erlebens. Mhm. Aber
ich habe mein eigenes Dasein gesehen, in der Tiefe meines Seins, aber ich habe es noch nicht verstanden. Und genauso als Kind und als Jugendliche und später auch, als Einbrüche in unterschiedlicher Art und Weise geschehen sind, ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie mit einem spirituellen Konzept angeschaut. Wenn du es nicht verstanden hast, dann ist es etwas, was dein Herz gewusst hat in dem Moment, oder? Ich habe es real erlebt, aber da war dieser Filter von diesen Ideen und Glaubenssätze und Konzepte und was ich auch mit mir getragen habe. Ja? Ich habe es versucht, in den Kontext hineinzubringen, dieser Verblendung, von wo aus ich gegangen bin. Ja? Das ist ja dieses Erstaunliche, oder? Wir sind schon all eins, wir sind schon erwacht, wir sind schon dieses eine, ja, da braucht es wirklich nichts. Und doch können wir verblendet sein, doch können wir gefangen sein in dieser dualen Geschichte hier, oder? Mhm. Und wenn dann diese Phänomene auftauchen, so wie das, diese Einbrüche, so wie ich das erlebt habe, dann ist dann beides miteinander da, weißt du? Das ist das Sehen der Wirklichkeit und doch diese Konzepte und Muster. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwann plötzlich zeigte sich mir das. Mhm. Ah, das ist ja dasselbe Sein. Mhm. Das ist ja, das muss ja mein Sein sein, sonst hätte ich das gar nie erlebt. Und doch erlebe ich mich überhaupt nicht als erleuchtet. Mhm. Also was ist, irgendwas stimmt da nicht, oder? Mhm. Und ich habe mich sicher 10 Jahre lang zurückgehalten mit Reden hier über das. Mhm. Weil ich dachte, nein, das passt nicht in das Schema von Erleuchtung. Weil es nicht in diese Schriften passt und so, wie mir das übermittelt wurde oder was ich an Informationen bekommen habe. Oder? Und ich denke, das hat damit zu tun, weil wir Erleuchtung und Erwachen miteinander verwechseln. Ja? Mit dem Erwachen verändert sich nichts. Mhm. Und doch ist unser Leben ganz anders, natürlich. Ja, weil wir sehen ja, was wir in unserem Wesensgrund sind. Mhm. Aber es verändert sich hier nichts und ich bin immer noch der Gleiche und ich kann immer noch in Fettnäpfchen treten. Mhm. Ich kann immer noch diese Fähigkeiten, Muster und Schwierigkeiten anziehen und so weiter und projizieren und all das. Diese Fähigkeiten bleiben bestehen, oder? Mhm. Und ich dachte immer, nein, also das kann nicht Erleuchtung sein, weil diese Fähigkeit, das müsste alles verschwinden, oder? In diesem Licht und so weiter. Weil das dein Konzept war. Natürlich. Ja, das ist spannend. Ja, ist ganz schön komplex. Ja, ja. Ich habe immer wieder diese Frage, warum bin ich denn überhaupt hier? Was soll ich hier? Du bist ja immer hier. Du kannst nicht anders sein als hier sein. Hä? Ja, weißt du, wir müssen genauer in das hineinschauen, oder? Du meinst, meine Essenz ist einfach immer da. Warst du mal irgend anders als hier? Mhm. Aber dein Wesen will berührt werden. Es will Herzenergie entfalten. Es will durchdringen. Ja? Es will ganz werden. Darum ist dann auch die Frage weg? Wenn ich berührt bin? Die Frage ist, nein, die Frage ist weg, wenn du siehst, dass das Warum dich nirgendwo hinführt, sondern nur wieder in neue Konzepte. Mhm. Und wenn du diese Nähe wirklich suchst und wenn du siehst, ah, Moment mal, da haben große, hochrangige Weisen ganz viele Sachen gesagt. Und ich habe mich zu sehr darauf fixiert und habe mein Leben ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist dir passiert? Nein, ich denke, dass das den meisten Menschen passiert, die spirituell unterwegs sind. Ja. Oder? Ja. Und dann werden meine eigenen Erfahrungen plötzlich immer im Licht angeschaut von dem, was ich glaube, was spirituell zu sein hat. Also der Wegweiser für mich, oder das höre ich jetzt eben auch gerade raus und will das nur nochmal mit dir reflektieren, ist einfach mein Herz, egal was irgendwer andere weise oder auch nicht weise sagt. Siehst du, das wäre jetzt wieder eine extreme Haltung, sondern ich würde sagen, als erste Instanz dein Hiersein, mit allem, wie es auftaucht, mit aller Verwirrung, mit allen inneren Konflikten, mit allen Ungereimtheiten, mit all diesen Gefühlen, die auch zum Teil sehr unangenehm sind. Und diesen Kontakt behalten und auch vertiefen und suchen. Und dann
von dort aus Ratschläge anschauen, in Betracht ziehen und ausprobieren. Mhm. Natürlich ist das hilfreich, was weise Menschen sagen. Mhm. Ja? Aber wir dürfen uns nicht dort hinein verlieren. Mhm. Absolut nicht. Weil du bist der Experte von deinem Leben und du wirst der Experte von deinem Leben immer sein. Mhm. Und dein Leben wird sich einzigartig entfalten und wird sich nie so entfalten wie irgendein Heiliger oder irgendein Weiser. Deswegen wissen wir selber das immer am besten für uns. Genau. Mhm. Und dort müssen wir bleiben. Mhm. Auch wenn unser Wissen uns in große Schwierigkeiten führt. Mhm. Ja? Weil dann können wir es korrigieren. Aber vielleicht sollen wir ja auch manchmal in diesen Schwierigkeiten sein. Also unbedingt. Das ist, was wäre ein Leben ohne Schwierigkeiten? Na besser. Willst du das? Ich weiß das nicht, weil ich ja nicht weiß, wie es wäre. Aber nein, vielleicht wäre es auch langweilig. Nein, schau mal genau hin, du weißt das. Das sind eben diese Sachen, wo wir einfach zu wenig genau sind, oder? Und das ermöglicht uns, um den heißen Brei herumzutanzen. Du bist genauso ausgerüstet, wie du ausgerüstet sein musst, für alles in deinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das will, die ganzen Schmerzen, die ich in meinem Leben hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das will. Ja, siehst du, das heißt, das ist dieses Nicht-Fähig-Sein, sich selbst zu erfüllen. Weißt du, wenn du das zu dir nehmen kannst und sehen kannst, wow, das fließt alles durch mich, wie alles andere auch. Und was hat dieser Schmerz alles mit mir gemacht? Er hat mich gekreuzigt, oder? Manche Schmerzen kreuzigen uns, manche Beziehungsgeschichten, oder? Manche Sachen, wo ich sage, mein Gott, wo habe ich mich da eingelassen, mit was, warum habe ich nicht hingeschaut, warum habe ich nicht die Zeichen gesehen, die sich mir ja gezeigt haben, warum bin ich durch diesen Prozess hindurch, der hat mich ja gekreuzigt. Ja, ja gut. Wenn du das zu dir nehmen kannst und die Frucht darin siehst, ja, und wie die Liebe in deinem Herzen dadurch sich vertieft hat, weißt du, wie Mitgefühl ins Spiel kommt. Mitgefühl kommt doch erst dort ins Spiel, wo du deine Gefühle wirklich zu dir nimmst. Gut, das kann ich sehen. Ich kann sehen, dass diese Dramen und Schmerzen aus mir, also dass die für mich wertvoll waren, hinterher. Also jetzt, das kann ich sehen, genau. In der siehst du es. Und das ist die Unfähigkeit, dich zu erfüllen, weil du es erst hinterher siehst. Und dieses Erwachen ist es in dem Moment schon zu sehen? Nein, Erwachen hat überhaupt nichts damit zu tun. Siehst du, das ist das. Du kannst in einer immensen Schmerzensgeschichte sein und trotzdem erwacht sein. Das ist okay. Also schau mal Jesus an, das ist uns nahe, weil das ist in unserem kulturellen Bereich sehr stark, oder? Ich meine, alles das, was ihm geschehen ist, oder mit der Kreuzigung und alles und auch am Schluss noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All dieses, oder? Das alles ist Teil unseres Lebens, einfach sehr extrem dargestellt. Ja. Mhm. Und all das ist mit dem Erwachen. Weißt du, das Erwachen verhindert dich in keiner Weise. Du kannst dir natürlich alles Mögliche einbilden und das ist das Schwierige ja mit dem Erwachen. Du kannst trotzdem Erwachen dir alles Mögliche einbilden. Oder auf jeder Ebene. Und wir sind wirklich große Meister in uns einbilden, weil alles, was hier sich entfaltet, hat mit Einbildung zu tun. Also wir sind wirkliche Zauberer in Sachen Einbildung, oder? Und darum können wir auch eine Plattform errichten, die wir dann spirituelle erleuchtete Lehrer nennen und uns auf dieser Plattform bewegen. Und genau diese Plattform ist es, die uns wieder Anhaftung in dieser Art und Weise verursacht, die Leiden aufbaut. Ich habe da zum Schluss noch so eine Frage. Wie kann ich denn tagtäglich mit dem Verstand umgehen? Ich kann doch nicht dauermeditieren. Und dann, also das war so eine Frage von mir. Und dann habe ich bei dir irgendwo gelesen, du lehrst Meditation als Lebensweise und das fand ich toll, dieser Spruch. Also siehst du, da gehen wir gehen einfach normalerweise vom Falschen aus.
Wenn unser Dasein natürlich hier jetzt ist, dann sollten wir eigentlich hier und jetzt mühelos sein können, oder? Mhm. Wieso fällt es uns so schwer, hier und jetzt präsent zu sein? Das ist, weil wir keinen Kontakt zu uns selbst haben, auf all diesen Ebenen, ja? Weil wir uns emotional eben auch abgeschottet haben. Und darum müssen wir uns über einen Umweg, ja, über Meditation als etwas Besonderes zum Hier und Jetzt bewegen. Ja? Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das denke ich wäre der direkte Weg, ja, über die emotionale Erleuchtung, ja, über den ganzen emotionalen Bereich ins Bewusstsein zu nehmen und sich dem aussetzen, weil das ist nicht, dass wir an unserem emotionalen Bereich arbeiten, wir setzen uns dem aus und dann schauen wir, was uns unterstützt und was uns hilft, und wir tun unser Bestes im Bewusstsein, dass wir nicht wirklich etwas tun können, dass die Existenz tut. Und dann bekommt unser Meditieren, wenn wir dann eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden pro Tag sitzen, etwas Ganzes. Weißt du, dann wird Meditation etwas anderes, als wir es bisher gewöhnt sind. Nicht mehr ein geistiges Versinken in unser Dasein und irgendwie über... etwas ganz Getrenntes von dem davor... Ja, oder es übertünchen oder überkommen, ja. Übersteigen von all dem, ja, was uns stört oder was uns Unruhe bereitet oder was auch immer. Sondern dann bekommt Meditation etwas Ganzheitliches. Ja? Dann meditieren wir mit unserem ganzen Wesen. Und das ist eigentlich das, auf was ich hinweisen möchte mit Meditation. Meditation ist unser Sein und nicht eine Technik. Wenn sie zur puren Technik wird, dann wird sie eben ein getrennter Aspekt, ja, in dem wir dann sehr gut werden vielleicht und auch sehr viel Licht bekommen, aber wir sind noch nicht ganz. Ja. Und dann fällt uns schwer, dass dieses Hiersein wirklich etwas Müheloses wird, dass das alles mit einbezieht, oder? Dass auch Unruhe mit einbezieht, dass dieses Aufgeregtsein mit einbezieht, dass orgastisch wird, ja? Dass Sexualität mit einbezieht, dass diese Lebendigkeit mit einbezieht, wie sich diese ganze Natur hier entfaltet. Es ist dann nicht einfach nur ein gelassen durch die Welt gehen, oder? Dann bekommt Gelassenheit einen anderen Aspekt, nämlich der sein lassen können, wie es ist, oder? Und nicht möglichst nicht in Aufruhr zu geraten. Und das kann man auch als Meditation, als Lebensweise benennen. Ich meine, die ganze Art und Weise, mit unserem ganzen Wesen unterwegs zu sein, auf eine ganzheitliche Art und Weise, würde ich als Meditation, als Lebensweise. Weil es auch Meditation beinhaltet. Also ich bin absolut der Meinung, wir sollten tägliche Meditationspraxis im Sitzen führen. Ja. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber wir sollten das mit unserem ganzen Wesen tun. Auf eine lebendige Art und Weise, auf eine freudvolle Art und Weise. Schau mal in diesen Meditationsgruppen, wieso freuen sich die Menschen nicht beim Sitzen? Ich sage das immer wieder in meinen Retreats, oder? Wenn die Menschen so, hey, warum freut ihr euch nicht? Ihr macht irgendwas falsch. Ja? Das hat keinen Sinn, 30 Jahre so zu sitzen. Da kommen wir nirgendwo wirklich hin. Ja? Wenn Meditation nicht Freude bereitet, dann sind wir in einem Konzept über Meditation gefangen. Meditation kann doch auch sein, einfach tanzen. Im Tanz alles. Ja. Eben. Weil das jetzt gerade Freude für mich bedeutet. Genau. Das ist das, was dann daraus heraus sich ergibt. Oder? Aber wir sind halt sehr clever, oder? Und unser Verstand, der versucht ja auch immer wieder Möglichkeiten zu finden, unangenehme Situationen zu vermeiden, sich einzulassen zu vermeiden, Hausaufgaben zu machen zu vermeiden. Oder? Und
Also ich höre immer wieder viele Leute sagen, ja, durch den Wald gehen ist für mich Meditation. Mhm. Sagen, ja, natürlich, wenn du dort bist, dass du das so erleben kannst, aber weißt du denn wirklich, was Meditation ist? Ja. Und meine Erfahrung ist, bevor wir nicht tief in unser Wesen eingesunken sind, ist es schwierig zu unterscheiden zwischen einem Zustand, der einfach Freude bereitet durch diese Verbundenheit mit Pflanzen, mit Tieren und so weiter, und die Tiefe unseres Seins, die viel, viel tiefer ist als einfach nur Freude, ja? Als einfach nur Verbundenheit, sondern die viel näher ist als Verbundenheit, ja? die Glückseligkeit ist. Ja? Und ich meine, ich, wenn ich das hier so sage, dann empfinde ich mich selbst am Anfang dieses Weges. Ja? Mhm. Und nicht, ich habe das erkannt und gesehen und ich lebe so und ich sage euch das jetzt, wie wir das machen. Mhm. Sondern ich sehe, das ist einfach eine Riesenherausforderung, eine Riesenherausforderung. Ja? Und diese Angst wirklich vor tiefer Nähe mit uns selbst, ja? Vor diesem Selbsterfülltsein, das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Und darum diese Ebene hier, ja, diese dichte Ebene mit all diesem Schmerz, oder wenn du fragst, warum, ja, das ist diese Herausforderung, hier das zu verwirklichen. Ja, das wollten wir, das haben wir an, das ist das, was wir in und tief unseres Seins wollen. Schau mal genau hin, dein Weg, auch wie er jetzt für dich weitergeht, das ist diese tiefe Sehnsucht nach wirklicher Tiefe, nach wirklicher. Du willst nicht auf der Oberfläche hängen bleiben, du willst nicht bei faulen Kompromissen hängen bleiben, du willst nicht bei einer Bequemlichkeit hängen bleiben, oder? Du willst wirklich das Leben durchdringen. Mhm. Und eigentlich wollen wir das ganzheitlich, oder? Wir wollen nicht auf Wolke 7 bleiben irgendwo und non-dual irgendwie die Sache betrachten. Ja? Mhm. Auch, aber nicht nur. Mir kommt noch ein Satz, den ein guter Freund von mir gesagt hat, weil du gerade gesagt hast, die Angst vor dieser Glückseligkeit. Der sagte zu mir, seine Erfahrung jetzt nach 50 Jahren Leben ist, in dem Moment, wo sich die Liebe, die bedingungslose Liebe oder die absolute Liebe, ich weiß jetzt nicht, wie er es bezeichnet hat, offenbart, laufen alle weg. Ja, genau. Nicht nur die anderen, sondern er auch. Ja, 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 ja. Das hat mich total schockiert. Ja, ja, ja. Das ist deshalb, ja, weshalb wir diesen Tanz machen. Oder? Warum laufen wir da weg? Liebe kreuzigt uns. Liebe reißt uns auseinander und erfüllt uns und alles. Ja. Liebe ist wir können auch sagen Erleuchtung oder Erwachen in Bewegung. Oder? Es ist nicht einfach ein Zustand oder ein Liebe berührt zutiefst. Und wir wollen berührt werden, weißt du? Und das ist ja genau das, wo wir dann sagen, ja, ich meine, schön, dieses Erwachen, diese Stille, diese Weite, diese Tiefe. Aber wir wollen auch zutiefst lebendig sein und berührt werden. Und rennen trotzdem weg. Ja, ja, weil das ist viel zu groß für uns. Für dieses Ego, für dieses Ich, für diese, okay. Auch für das spirituelle Ego. Hm. Ja? Ja. Und Erwachen nimmt uns nicht ein spirituelles Ego weg. Das ist ja auch eine dieser falschen Ideen. Hm. Da muss man sehr aufpassen, oder? Mit dem Erwachen können wir ein sehr großes spirituelles Ego entwickeln. Und Liebe, boah, oder? Ich meine, wenn wir uns der Liebe hingeben, beziehungsweise wenn die Liebe uns ruft. aufnimmt, oder? Liebe frisst dich auf, ja, oder? Da ist kein Halten mehr, nichts, keine Sicherheit mehr, nichts.
Das ist genau, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Das ist nämlich, hat sehr viel mit Mut zu tun. Ja, ja, absolut. Weil da ist das ein Verlust von Kontrolle und Sicherheit. Ja, 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 ja. Und auch nicht wissen, was kommt. Ja. Und geht man dieses Risiko ein, das muss man erst kontrollieren können und dann. Siehst du, darum unterscheide ich zwischen Erwachen und Erleuchtung. Weil also wenn wir Richtung Erleuchtung gehen, okay, dann fangen wir an, diesen Mut zu finden, okay, auseinandergerissen zu werden. Dann sind wir bei meinem Lieblingsthema und das ist das absolute Gottvertrauen. Ja, ja. Und das ist etwas, meiner Erfahrung nach, extrem schwer. Ja, absolut. Ja, ja. Natürlich. Weil das Aufgeben von allem. Okay, was heißt das? Das heißt bedingungslose Eigenliebe. Bedingungslose eigentlich. Eigenliebe. Ja. Darum ist dieses Thema so wichtig für uns. Ja. Ja. Weil wenn wir uns nicht selber mit uns erfüllen können, können wir nicht uns mit dieser Göttlichkeit erfüllen. Und aber was heißt das? Hey, wir werden auseinandergerissen, oder? Sich zu erfüllen mit Göttlichkeit. Und wenn dich Erleuchtung gestreift hat, ja, und ich will einfach, das von dort her rede ich, ja, dann sage ich, ich kann nicht weiter reden als das, ja, ja, dann sehen wir, was auf dem Spiel steht. Mhm. Und dann ist nicht nur diese Glückseligkeit weite Tiefe, ist niemand hier da, sondern auch das, was du bist als niemand, wird auseinandergerissen. Mhm. Ja. Und das hat wirklich mit Mut und Mut zu tun. Und das ist das, was hier gespielt wird auf dieser irdischen Ebene. Darum sind wir hier und darum nehmen wir das alles in Kauf. Ja. Ja. Das ist eigentlich die Antwort auf deine Warum-Frage. Ich meine, das ist in der Tiefe deines Seins angelegt. Ja? Du weißt um das. Du weißt um das. Und trotzdem, dass du weißt, dass du dich in immense Schwierigkeiten begibst, willst du das. Und wenn ich es nicht bewusst weiß, dann macht es das Leben sowieso mit mir. Es führt mich dahin. Du bist das Leben. Genau. Ja, ja, da ist ja keine Trennung. Ja. Wir trennen das nur wieder. Ja, ja. Mhm. Oder? Und das ist dann dies, das, oder mal. Wow, das ist das große Staunen. Mhm. Da kommt dieses große Staunen. Mhm. Wow, wer muss das im Griff haben? Wer muss da hingeführt werden? Von wo nach wohin gehen wir da eigentlich? Wo findet das statt? Da kommt das Nichtwissen ins Spiel, existenzielles Nichtwissen. Genau. Und da können wir nur ins Gott vertrauen. Sehr schön. Ist immer alles wieder gleich. Sehr schön. Das ist so ein schöner altmodischer Begriff, wunderschöner Begriff. Gottvertrauen? Ja, ja. Wir dürfen das nur nicht zu dogmatisch sehen, oder? Es ist nicht, dass du dich übergibst etwas einer Intelligenz, die es besser weiß, sondern du gehst einfach ganz intim in das, was du bist. Immer intimer, immer näher, immer mehr, ohne Distanz zu dem. Weil ich auch diese Intelligenz bin. Ja, ja, das ist es. Es gibt keinen Gott, der außerhalb von dir ist. Wenn es keinen Gott gibt, der außerhalb von dir ist, was heißt Gottvertrauen? Das heißt bedingungslose Eigenliebe. Mhm. Und das tönt so einfach, aber wenn wir das da mal wirklich anschauen, ja, und sagen, das ist das Heftigste. Dann sage ich, mit Erwachen habe ich kein Problem. Nee. Und das ist eigentlich, für jeden Menschen betrifft das, mit dieser bedingungslosen Eigenliebe. Absolut. Ja, nur wie weit ist diese Fähigkeit hier, oder? Und dann müssen wir uns nicht wundern, warum haben wir diese Fähigkeit noch nicht, oder? Ja? Wir sind auf dem Weg zu dieser Fähigkeit. Ja, ich würde das jetzt bei dem stehen lassen, weil das ist ein großes Thema. Also das ist ganz, da gibt es ganz viel zum Nachspüren und Denken auch. Absolut, absolut in Ordnung. Das Denken ist ein göttliches Werkzeug. Ja. Nur nicht die Suppe mit der Gabel essen. Ja. Bleiben wir hungrig. Ja, also, ja, ich danke dir, das war, also, ich beschreibe es jetzt nicht, war sehr schön. Ich danke dir, ich bin am Lernen. Ja. Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt viel für viele Menschen da draußen zusammengefasst. So. Ja. Okay. Danke sehr. Ja, tschüss.